Unser Gesicht wurde uns geraubt, meine lieben Freunde. Doch wir werden alles daran setzen, es wiederzukriegen. Hier in der fremden Welt, der Rückseite sozusagen unserer Realität, schlüpfen wir nun in die Rolle dieses Jungen, der ja unbewussterweise einen Pakt mit einem Yokai, einer japanischen Folklore-Kreatur, geschlossen hat und dadurch sein Gesicht verloren hat und darüber hinaus hier in dieser Welt feststeckt. Deshalb, wir suchen das Gesicht, und zwar jetzt hier in Folge 2 von Omoto Sagashi no Yakata. Weiter geht es. Runter gehen wir, und jetzt wissen wir gar nicht mehr, wo wir lang müssen, denn hier waren wir das letzte Mal im Gespräch vertieft mit dem Fremden, in Anführungsstrichen, dem guten Naki, das haben wir ja erkannt, an seiner Montur. Wir gehen mal weiter. Mal schauen. Hier wurden wir das letzte Mal genau von dem Wesen hier gestellt. Oh, das ist doch der Yokai von zuvor. Was bist du denn für einer? Ich hab dich hier noch nie gesehen. Bist du neu hier? Ja, genau. Ich bin vor kurzem erst hierher gekommen. Vor kurzem habe ich hier in der Gegend ein menschliches Kind gesehen. Weißt du vielleicht, wo es hingegangen ist? Na, wie dem auch sei, wenn du es finden solltest, dann gib mir ein Stück davon bitte ab, ja? Oh, das leckere Fleisch von Kindern, ja, das hat so einen leckeren, saftigen Schmelz. Das ist das Beste überhaupt. Das ist jetzt aber nicht so nett, aber scheinbar, wie der Junge hier jetzt schon denkt, der Talisman, den wir gekriegt haben in der letzten Folge, der scheint zu funktionieren. Die denken, wir wären ein Yokai. Wobei wir einem Yokai auch ähneln, mit dieser gesichtslosen Erscheinung. Wir gehen weiter. Da ist es ganz tief dunkel. Wir können nichts sehen. Um weiterzukommen, brauche ich irgendwas, eine Lampe oder sowas? Wir hören ein Kichern von dort kommen. Ich weiß nicht, was sich dort verbirgt. Ich sollte erstmal nicht reingehen. Ich sollte erstmal speichern, würde ich sagen, ne? Dann können wir weiter gucken. Oh. Was in der Welt war denn das? Das eben. Das war doch ein Mädchen, das in etwa mein Alter hatte, oder? Oh, guck mal hier. Bist du etwa ein Kappa? Und er sagt, hey du, hallo, guten Tag. Guten Tag, sagt doch eher wie einen guten Abend, Mr. Middleton. Konbamani, konnichiwa. Das Gesicht habe ich zum ersten Mal gesehen. Welches Gesicht? Ich habe keins. Ich bin erst heute hergekommen. Ah, ich verstehe. Hättest du nicht Lust, mit mir ein wenig zu spielen? Ich habe etwas Tolles gekriegt vor kurzem. Etwas Tolles? Etwas total Seltenes. Eine menschliche Nase. Nase? In letzter Zeit kommt niemand, um mit mir zu spielen. Ich hatte so viel Freizeit, aber niemand kam. Wenn du jetzt mit mir spielst, dann schenke ich sie dir. Spielen, nicht spielen. Ist hier die Frage. Ist das dann irgendwie eine Wette, die wir abschließen müssen? Ich versuch's mal. Sehr gut. Ach, jetzt planschen wir oder was? Das war nicht gut. Ich würde einem Kappa, glaube ich, nicht ins Wasser springen. Die drohen nämlich, Menschen zu ertränken. Wenn ich dich genau angucke, du bist doch ein Mensch. Verdammt, Wasser ist auf mein Talisman getropft. Was? Ich wurde also von einem Menschen verraten. Dann werde ich mir deine Shirikodama direkt holen. Okay. Shirikodama, das ist das, wonach es die Kappa verzehrt. Das sind die Perlen, die sich in den, ja, im hinteren Bereich, also im Hintern, die greifen in den Hintern rein und holen so eine Perle raus. So besagt es die Sage zumindest. Ja, wir wurden also jetzt gerade mal hinterrücks infiltriert und von unserer Perle beraubt. Das ist nicht nett.
Das hätten wir, antizipieren sollen, wohl möglich. Also, wir sehen das da. Das Kind sich den Weg hier nimmt. Also, ich sollte mit dem Kappa wahrscheinlich gar nicht groß reden. Vor allem, man sieht oben auch das Skelett, was da neben dem kleinen Teich liegt. Was ist, wenn ich nicht spielen mache? Mal gucken. Also, nochmal. Ich bin erst gekommen, bla 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 bla. Ja, Was Schönes. Die menschliche Nase, die wollen wir haben. Nicht spielen. Achso, aber nein. Ah, ach. Du bist also auch beschäftigt, offenbar. Wenn du Lust hast, dann komm zu mir und wir spielen. Achso, hast du Lust mit mir spielen? Nee, kann ich nicht. Schade, ich dachte, ich könnte ihn jetzt irgendwie da die Nase abnehmen, aber wir müssen irgendwas anderes machen. Ach du meine Güte. Alter, was? Das Gesicht war das, glaube ich, auch in den Outro gewesen von im letzten Teil, oder? Oh, verdammt, 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 was war das in aller Welt? Eieieiei, das ist aber ekelerregend. Das ist aber wirklich megamäßig hässlich. Da ist es ja noch. Was ist das, solange das da ist? Kann ich nicht vorbei. Ja, was soll ich denn sonst lang? Oh! Und? Läuft deine Suche? Kommst du gut voran, Junge? Nun, noch nicht wirklich. Noch gar nicht, über, um ehrlich zu sein. Hast du eben irgendwo hier ein Mädchen gesehen, vielleicht? Kanntest du das? Ein Mensch? Um ehrlich zu sein, den einzigen Menschen, den ich hier gesehen oder gespürt habe, bist du. Ich verstehe. Dann war das Kind eben also kein Mensch gewesen. Das heißt, nur ein Mensch hat er gespürt, das ist. Dann ist er also auch kein Mensch, sozusagen, ne? Was ist los, Junge? Willst du einen Hinweis haben? Reden, einen Hinweis wollen oder nichts tun. Ich glaube, ich stehe. Ich möchte mit ihm mal quatschen. Warum hast du eigentlich die ganze Zeit deine Hände in den Hosentaschen? Das ist doch schwieriger, sich so fortzubewegen, oder nicht? Ach, nun ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht. Ich komme irgendwie nicht klar drauf, wenn ich so normal laufe und meine Hände links und rechts so rumbaumeln, ja? Deshalb, wir erinnern uns, Naki hat ja keine Arme gehabt. Lange Zeit. Ich habe aber ein Problem. Ich weiß nicht, wo ich meine Hände hinstecken soll. Ich weiß nicht, was du mir sagen willst. Nun, ich hatte bis vor kurzem keine. Möchtest du einen Hinweis, wenn ich den hole? Dann muss ich ihm Schokolade geben, ne? Ich warte erstmal noch. Erstmal will ich auf eigene Kraft versuchen. Zumal, wir haben, glaube ich, nur noch 3 Stück Schokolade, aber eins haben wir ihm gegeben. Dafür haben wir den schönen Talisman. Können wir hier jetzt rein? Vielleicht muss man das triggern. Wir hören ein Lachen dort rauskommen. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich sollte nicht reingehen. Hier brauchen wir irgendwas zum Beleuchten, ne? Weil es zu dunkel ist, wir können nicht vorangehen. Dafür brauchen wir eine Lampe. Okay, gut, das gleiche logischerweise. Also weg. Okay, hier baumelt was. Eine Hanya-Maske, die mit uns spricht und sagt: gut geschlafen. Ich hab die Schnauze voll, ich will nicht länger hier sein. Ich möchte in die Schatzkammer zurückkehren. Die Maske redet. Ha? Was? Erschreckst du dich da, obgleich du ein Yokai bist? Ha? Du siehst aber aus wie ein Mensch irgendwie. Was bist du für einer? Oh. Ah, ich weiß, ich hab's verstanden. Du hast doch ein Problem, nicht wahr? Nun, um ehrlich zu sein, ich wollte eigentlich weitergehen, dem Flur entlang, doch da war ein großes Gesicht, ein Yokai, das ein Kopf war. Und das hat mich nicht vorbeigelassen. Ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Hast du vielleicht eine gute Idee, was ich machen kann? Ha! Was das anbelangt, so gibt's nichts Leichteres als das. Das ist doch absolut kein Problem.
Ich weiß, wie man ihn vertreiben kann. Ich werde dir sagen, wie du weiterkommst. Aber dafür müsstest du dir meine Bitte anhören. Verstanden. Was soll ich denn bitte tun? Ich möchte zur Schatzkammer zurück. Und deshalb bitte ich dich, sprichst du vielleicht für mich mit dem Joker, der sich hier drinnen befindet? Und, ja, damit ich endlich wieder zurück kann. Aber er hat so Gefallen an mir gefunden, dass er mich nicht mehr weglässt. Ich bitte dich, kleiner Junge. Okay, also wir haben einen weiteren Deal am Wickel. Wir sollen der Maske helfen. Wir hören hier ein Rumoren von da drinnen rauskommen. Hier macht es ein bisschen Lärm, da klackert es und macht es poltern laut am Lärmen dort drinnen. Wollen wir rein? Ja. Komm. Kann uns ja nichts passieren. Okay. Die denn für welche? Die denn? Hier denn los? Ist das hier die Nekomata gewesen? Die Gestalt, ich kommt mir bekannt vor, jedenfalls. Oh, ein seltener Gast kommt hier hereingeschritten. Entschuldigung, ich bräuchte die Maske, die draußen hängt. Dürfte ich sie mitnehmen? Aber die Maske gefällt mir sehr. Solange ich mich hier aufhalte, habe ich gedacht, hänge ich sie als Deko auf, um den Ort zu schmücken. Aber ich brauche sie dringend. Die Maske möchte auch in ihr eigenes Zimmer zurückkehren, hat sie gesagt. Ha, sie braucht also eine Pause. Aber das würde ich nicht kostenfrei erlauben. Wie zu erwarten. Meine Kinder, die hier in dem Zimmer umherlaufen. Also die Kinder, das sind meine Lehrlinge. Und, ja, sie sind ziemlich frech. Das macht mir Probleme letztlich. Insgesamt sind es 4 Stück, gibt es. Würdest du sie alle 4 für mich fangen? Nun, wie du mich siehst, wenn ich versuche, ihnen zu folgen, in meiner Gestalt, das fällt mir schwer. Da breche ich mir noch was, wenn ich hier laufe. Ich sehe aber nur 2 Kinder. Die anderen beiden sind in der Nähe, in benachbarten, in näher naheliegenden Zimmern. Verstecken sich dort. Ich bitte dich, finde sie. 4 Kinder suchen also. Oh, guck mal, die Musik ändert sich schon. Ach du meine Güte, wie sollen wir das denn? Da muss ich aber hier aufpassen. Ja, da haben wir schon mal einen. Muss jetzt mit allen Fingern hier an der Tastatur sein. Ah, du hast mich gefangen. So. Oh, das ist ein großer Paravent. Jetzt kommt schon. Ach du Dreck. Ja, komm her. Ey, der kann doch nicht so schwer sein. Da, jetzt zeig ich dich gleich, ne? Komm her. Jawohl. Nur so lange gewartet, bis es mir in die Arme rennt. Ah, du hast mich gefangen. Jetzt reihen die sich hier auf. Ist zu langweilig, hier so ruhig zu sein. Da sind viele Schminkutensilien drin. Kimono hängen hier. So, hier sind viele Kinderkleidungsstücke. Großer Paravent. Schrank oder was ist das? Ah ne, da ist auch ein Raum sogar. Da sind viele Zutaten. Und da ist doch wieder der Schutzgott. Das haben wir doch gleich gesehen, ne? Das war gut, dass ich den kleinen Menschen getroffen habe, nicht wahr? Achso, der erkennt also, dass ich ein Mensch bin? Keine Sorge. Ich esse keine Menschen. Ist das so? Wen meintest du denn dann? Ach. Nein, nein, nein. Das ist alles ein Geheimnis. Ich darf es nicht verraten, sonst kriege ich Ärger. Hast du hier irgendwo in der Nähe
Kinder gesehen, die kleiner sind als ich? Ja, hab ich. Ganz, ganz kleine. Ganz, 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 ganz kleine. Und zwar im Inneren des Ofens, der nicht an ist, der nicht brennt. Ah, wirklich? Danke. Sehr gerne geschehen. So, hier wird gerade Gemüse gekühlt. Da liegt ein Zettel dabei. Jeder darf sich hier bedienen. Jeder darf sich hier Gemüse tatsächlich nehmen. Und so ein Tausch, als Tauschhandel so, könnte man das vielleicht nutzen. Eine Gurke! Ach, guck mal. Ja, Gurken und Kappa, das geht einher. Die essen nämlich gerne Gurken. Sushi liegt hier auch. Oh, sieht so lecker aus. Aber ich darf ja nichts hier in dieser Welt essen. Sonst wird man zum Yokai. Das wissen wir schon. Guck erstmal hier noch. Das Öl. Da brennt der Ofen. Da auch. Aber dann müssen wir hier gleich fündig werden, ne? Der Ofen, der nicht an ist. Das müsste hier sein, nicht wahr? Ist da wirklich irgendwo ein Kind? Holen wir das Holz raus. Ah! Nicht nur das, guck mal hier. Ah, du hast mich gefunden. Na, du kleiner Schlingel. Dann haben wir jetzt schon drei. Einer fehlt also noch. Moment. Zwei hier, dann da. Müssen wir denn hier irgendwo anders noch rein? Nachbarzimmer? Ich speichere aber erstmal. Ist das dann vielleicht... Ah, okay. Dann vielleicht in dem Zimmer hier. Wir hören eine Stimme. Kann das sein, dass da drinnen? Das Kind ist, wir gehen mal rein. Oh. Ah, du hast mich gefunden. Das war's schon. Alles klar. Dann hätten wir sie. Die vier sind wieder vereint und ruhig vor allem. Ah, du hast also meine Lehrlinge gefunden und gefangen. Danke. Darf ich jetzt die Maske draußen mitnehmen? Sehr wohl. Du darfst sie mitnehmen. Vielen lieben Dank. Ach, Menschenskind. Ich wünsche dir viel, viel Glück auf deinem Pfad. Und also, Kant? Oh, eine Fuchsmaske. Wie zu erwarten. Sie hat uns durchschaut. Und ist uns trotzdem wohlgesonnen? Mein wahrer Gestalt, du wusstest es also. Mit solch einem Talisman kannst du mich nicht in das Licht führen. Dafür ist er zu schwach. Das solltest du wissen. Okay, das ist eine starke Kreatur. Die kann, da wirkt der Talisman nicht. Aber ich bin ein Gourmet. Ich esse nicht sowas wie Menschen. Jedenfalls versuche ich zumindest nichts Minderwertiges zu essen. Sehr nett. Dann vergreif dich bitte auch nicht an den Kiddies dort. So, die Maske. So, der Yokai da drin hat gesagt, ich darf dich wieder zurückbringen in deine Schatzkammer. Du hast es geschafft. Sehr gut, Kleiner. Dann lass uns direkt gehen. Okay, jetzt haben wir die Hanya-Maske auf. Was ist denn da los? Was denn? Wenn ich mich irgendwo dranhänge, dann komme ich hier nicht runter, du. Also ich bitte dich, mich so lange zu tragen, bis wir wieder in der Schatzkammer sind. Sieht irgendwie traurig aus, wenn hier kein Schmuck an der Tür hängt. Gibt es nicht irgendwas, was ich stattdessen dahin hängen kann? Das natürlich nicht aus der Schatzkammer, bitte. Nehmen, ne? Verstanden. Dann irgendwas aus dem anderen Zimmer. Okay, da kommen wir wahrscheinlich auch nicht weiter mehr. Aus dem anderen Zimmer. Soll ich gehen ohne was? Nee, ich darf nicht gehen, ohne eine andere Maske zu finden. Irgendwie auch nichts, ne? Also, okay, das ist der gleiche Dialog wie eben. Hohohohoho. Da wird herzhaft gelacht. Hier ist auch nichts wirklich.
Da haben wir auch schon die Gurke her. War hier was gewesen? Wir können ja mal gucken. Da! Auch eine Narnia-Maske. Eine gruselige Maske hängt da. Die ähnelt dir doch sehr. Damit könnten wir doch den Bereich dort schmücken, die Tür. Nicht wahr? Ja, du hast recht. ja, da sind ja offenbar zwei dann hier. Ich glaube, es wäre besser zu sagen, dass ich da keinen Unterschied sehe zwischen den Narnia-Maske haben wir. Er denkt, er ist unvergleichlich wahrscheinlich, aber nee, wir haben die Maske, die hängen wir jetzt ran. Da war's, ne? Aber hier? Da? Nee, warte, wo sollen wir die hinhängen? Dahin, okay. Ich höre eine Stimme von drinnen. Diese Stimme. Ah, es ist lange, lange her. Meine Herrin Senko, also die Fuchs. Der Fuchs. Wie lange? Schon 80 Jahre oder so? Das ist doch für uns nur mickrig wenig Zeit. Ach. Jetzt, Gohodoshi letztendlich ist ja die Funktion von Naki gewesen. Du hast dir heute eine sehr, sehr moderne Gestalt hier angesetzt. Sehr anderes Erscheinungsbild. Normalerweise sieht er auch anders aus. Ja, ist das doch ziemlich stilvoll, nicht wahr? Das soll modern sein, tatsächlich. Machst du dir Gedanken um den Jungen, oder was? Du tust letztendlich Sachen, die untypisch sind. Also, dich kann man nicht täuschen. Hm? Würdest du mir erklären, warum hier ein Mensch ist? Irgendein Joker hat ihn offenbar hier eingeladen, Herr. Es ist leicht, hierher zu kommen und aus seiner Familie scheint die Veranlagung im Blut zu stecken, sodass er hier leicht reingezogen wurde. Ach so, guck mal. Scheint also Fälle in der Familie schon zu geben. Also du lässt ihn extra so ein bisschen hier schwimmen und strampeln? Oder wie ich das verstehen? Nun, ja, vielleicht. Wie dem auch sei. Wir müssen auf jeden Fall den Täter finden und ihn dann auch entsprechend bestrafen. Das darf sich auf jeden Fall nicht nochmal wiederholen. Es ist schon anstrengend. Immer die Neulinge letztendlich, die hier Arbeit verrichten müssen. Ist schon anstrengend, nicht wahr? Er ist ja immerhin auch ein Wächtergott, der gute Naki, ne? Ein Schützer, Bewahrer. Nun ja, schön, wenn ich so ernst erscheine auch letztlich. Du solltest es aber nicht selbst von dir sagen. Du siehst aus, als würdest du versuchen, deine Verbindung in die andere Welt zu vergessen, letztlich. Das könnte ich nicht. Aber die andere Welt, die dort auf mich warten, werden mich vielleicht vergessen. Das wäre aber wahrscheinlich besser. Für sie auch, vor allem. Oh. Kriegen wir hier Infos? Nun, was mich anbelangt, gemeinsam mit mir. Ich werde nicht alt an ihrer Seite. Auch wenn ich, auch wenn du von der Pflicht entlassen würdest, dann könntest du auch nicht die Ehrlichkeit erlangen, die du bräuchtest. Der Typ, wer in aller Welt ist der? Ich sollte am besten nicht reingehen. Sondern erstmal voranschreiten. Das sollten wir mit der Maske im Gesicht, ihr lieben Leute. Das wäre es dann auch schon gewesen mit dieser Folge. Beim nächsten Mal machen wir hier natürlich weiter und kommen dann hoffentlich an dem großen, gruseligen Gesicht vorbei. Und wir müssen ja auch dem Kappa die Gurke geben. Das alles beim nächsten Mal. Bis dann könnt ihr nochmal schön kommentieren, liken. Falls noch nicht geschehen, abonnieren und die Glocke aktivieren, dass ihr auch nichts mehr verpasst. Und das nächste Mal einschalten. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl und auf Wiedersehen.